Willkommen zu Uncharted 3, Drake's Deception, Drake seine Täuschung. Wir starten heute mit dem dritten Abenteuer. Ich habe schon gelesen, dass sich sehr viele darauf freuen und deswegen legen wir auch direkt los. Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen, denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentleman. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Na los. Ja, Freunde, und so beginnt es mit einer netten kleinen Schlägerei. Hier kannst du nicht. Der gehört mir. Okay, noch eine Runde. Immer schön hier in den Brotkasten boxen. Alles klar, austeilen können wir. Na los! Ah, du Pisser! Na komm schon, wir winden uns raus. Komm schon, jetzt nicht nachlassen. Sullivan, schön hier Teamwork. Okay, Mann. Du bist erledigt. Immer schön hier auf die 12. Oh, die können zuhauen. Briten eben. Ganz normal hier in London.
so eine kleine Schlägerei eben im Pub. Jeden Sonntag. Die sind ja alle ziemlich trainiert in sowas. Oh yes, hier schön in die Nüsse rein. Hey, du Großer. Hab ihn! Okay, Phil, halt drauf! Lass das lieber um. Scheiße! Schnappt ihn! Hey, das war mein Drink! Wie jetzt? Noch eine Runde? Hier, der geht auf mich. Oh, der hat gesessen. Okay, wir können Gegner diesmal auch greifen, wie man sieht. Als nächstes den hier. Na, komm mal her, du. Der Barkeeper. Jetzt wird's ernst. Ist das gewalt oder kann ich auch kommen? Bitte nur zu. Wir sollten zusammenarbeiten, Sullivan. Mach sie platt. Du hältst ihn fest und ich immer schön in den Bauch. Oh yes, hier wieder mit der Flasche ins Gesicht. Was soll denn das werden? Ohrfeigen. Das ist aber schnell eskaliert. Ja, verdammt! Ja, danke, erledigt. Mann, wie übel. Komm schon! Gut, geht. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Oh shit, den Großen hier hatten wir auch noch. Eine Minute. Atmen, atmen und los! Au! Oh Gott. Okay. Okay, Lust auf mehr. Oh yes, genau so, immer schön ins Gesicht. Alles klar, da drüben gibt's Kondome mit Bananengeschmack. Wenn wir das hier überleben, gönne ich mir so eine Packung. Au! Oh Mann! Widerlich. Tut's weh? Nur mein Stolz. Hui. Eine Saugglocke. Komm. Los, Nate. Okay, schauen wir mal. Banane. Die haben hier wirklich Bananengeschmack. Na gut, keine Zeit. Wir schauen uns hier noch ein wenig um, denn es könnte ja sein, dass wir irgendwas hier mitnehmen können. Genau hier drüben. Was habe ich gefunden? Eine Münze. Und was haben wir hier? Irgendeinen Barren. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker! Wie viele rennen hier denn rum? Oh yes, mit der Bratpfanne hier. Kannst losgehen, Mann? Ja. Los. Ups. Mist. Oh, verdammt. Komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen.
Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein. Sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh. Vater! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Okay. Und los geht's. Okay, das war ja eben gerade ein ziemlich wilder Start. Wir sind jetzt hier mit dem jungen Nathan Drake unterwegs und wir sind in einem Museum, die Ausstellung des Sir Francis Drake. Wir können auch wieder in unser Tagebuch reinschauen. Was sehen wir hier? Ein Schiff, ein Reh und ein Wappen da unten. Eine Route. Zeichnung. Also wie man sieht, wir waren auch schon damals ein großer Abenteurer und Entdecker. Hm, das ist es nicht. Und wir können hier in die Vitrinen reinschauen. Hm. Alles klar, wir sollten uns hier mal ganz genau umsehen. Aber wir suchen ja ein Schiff. Nein. Was haben wir hier, ein Mönch? Hm. Aus Spanien. Und ich denke mal, wir sind auch irgendwo in Spanien. Hm. Der Museumsgründer. Ein sehr altes Museum. Ein Kompass. Hier nicht. Gehen wir mal hier hin, denn hier finden wir wieder einen Schatz. Vielleicht oben. Dann gehen wir mal nach oben. Aber was wurde aus Nathan und Sullivan? Mhm. Sind die beiden noch am Leben? Wir werden das rausfinden. Hm. Sehr viele Glocken. Okay, Moment. Hier können wir nicht durch. Können wir hier hin? Eine von den Vitrinen muss es sein. Aha, hier drüben. Ja, so ein Schiff suchen wir. Was haben wir denn hier? Einen Taucher? Hm, hier nicht. Echt antik. Hm.
Sí, ratita callejera. Suélteme. Su clase de gente no es bienvenida aquí. Quédate afuera. ¡Pendajo! Oh, da ist er ja. Ja, wen sehen wir denn hier drüben? Der junge Sullivan. Und hier sehe ich was blinken. Oh, was die Leute hier alles verlieren. Einen goldenen Löffel. Ich muss dranbleiben. Alles klar, dann schauen wir mal, wo Sullivan hin will. Ah, okay. Da ist er. Sully war schon damals ein Dieb. Aber was genau plant er hier? Oh, wow, 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 Nathan. Oh, ich darf doch, oder? Bitte, aquí, limonero. Ja, war eh verfault. Widerlich, Gammelobst. Aber wo ist Sullivan hin, da drüben? Hä, wo ist der hin? Ich wette, der will in irgendeine Bar oder so. Ah, warte mal, wir sollten immer so ein bisschen unauffällig uns hier unter die Menschen mischen. Sehr viele Frauen. Aber dafür sind wir wohl noch ein bisschen zu jung. Oh Mann, sowas würde ich niemals kaufen. Na dann, bleiben wir dran. Was macht er jetzt? Der will hier drüben rein. Wo genau sind wir hier? Sieht aus, als will er nach oben. Na mal sehen, konnten wir damals schon so gut klettern wie heute? Ach Mist. Oh yes, konnten wir. Ich muss einen anderen Weg da hochfinden. Aha, ein Schlüsseldienst. Der hat den Rohling. Und ich wette, er will den Schlüssel jetzt hier anfertigen lassen. Aber wieso zur Hölle will er den Ring? Sullivan, Sullivan. Der hat schon wieder Pläne. Können wir hier hin? Immer schön nach oben. Aber hier komme ich nach unten. Moment, wir wollen ja hier hin. Was macht er da drin? Hier sehe ich nichts. Hey, ich will dich nicht helfen, Mann. Auf mich wartet eine Lady. Wer weiß schon. Okay. Hier hin und ganz schnell hier drüben hin. Aquí lo tiene. Aha. Ja, so mag ich das. Gracias. Adios, amigo. Okay, ich brauch die Geldbörse. Mist. Hier kann ich auf keinen Fall lang. Doch, können wir. Wir können doch hier hin. Wow! Okay, mit Schwung! So, sehen wir ihn da unten? Yep, wir sehen ihn. Und hier drüben wieder was gefunden. Irgend so ein Götze oder eine Maske. Mann, wo wir überall schon wieder rumhängen.
Also das können wir. Gebäude. Vom Dach aus sehe ich ihn bestimmt. Also klettern können wir. So. Oh shit, kommen wir da hin? Mann, was für ein Todessprung. Ah, wer ist das? Hey, Moment mal, die kennen wir doch. Marlow, die Frau von eben. Tja, die waren mal ein Paar. Na gut, bleiben wir dran. Muss dranbleiben. Verdammt! Da sollte ich nicht lang. Okay, wir können nur hier hin. Ich muss irgendwie an diese Geldbörse kommen. Aber wie? Okay, sie ist in seiner Tasche. Jetzt oder nie. Alles klar. Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich habe schon so eine Idee, was wir damit anfangen können. Immer hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los. Hab ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja, wohl kaum. Na gut, wechseln wir das Thema. Also das Klauen hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Was? Ich vermiss noch was. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei, hm? Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für einen ganz ausgebufften, ne? Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Ein Versuch war's wert. Den war's wert. Von wegen viel zu vorhersehbar, hä? Das Museum ist zu. Oh Mann, Nathan, dieser kleine Gauner. Na gut, wir haben den Schlüssel. Wir wissen genau, wo wir hin müssen. Und hier drüben war noch so ein offenes Fenster. Das läuft irgendwie ein bisschen zu gut. Denn ich wette, wenn wir so gut klettern können, dann hatten wir auch schon damals in jungen Jahren so ein großes Nathan-Drake-Pech. Okay, wir wollen hier hin. Und wie machen wir das am besten? Wir gehen erstmal hier drüben nach oben. Okay. Ja, den Weg, den sieht man ja. Der ist ja ziemlich easy. Und hepp! Das war knapp. Und rein hier.
Okay. Was haben wir denn hier? Na gut, das klauen wir. Wenn wir schon mal hier sind. Ich meine, Einbruch ist Einbruch.